Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Basteltown. Heute bauen wir was, das werde ich brauchen, und zwar Böcke inklusive einem Tisch. Denn der Tisch steht später irgendwann mal auf einem Balkon, ist aber gleichzeitig noch halt zwei Böcke plus Querlatten. Und die Querlatten, die brauchen wir jetzt. Und zwar nehmen wir Multiplex, eine Platte, schneiden 6 Streifen runter, 10 cm, wo wir jedes Mal dann 3 Stück zusammenleimen. Das machen wir jetzt zuerst, dann kann das trocknen, solange wir dann die Böcke bauen. Und wie sägen wir das? Natürlich mit der Tischkreissäge. Da das Ganze 1 Meter lang sein soll, dieses Holz, schneiden wir das jetzt vorher, weil jetzt hat es noch 1,25 Meter. Heißt, wenn wir jetzt zusammenleimen, leimen wir 25 cm umsonst und brauchen mehr Zwingen. Deswegen schneiden wir es jetzt gleich auf 1 Meter zu. Kleiner Tipp. Ihr könnt dafür auch Kantholz nehmen. Also Konstruktionsvollholz, aber ich mache es aus Multiplex, weil ich die Platten noch da hatte, weil Holz ist ja gerade extrem teuer geworden. Jetzt brechen wir noch die Seiten hier schnell, die Kanten, und dann gehen wir ans Verleimen. Für die Böcke an sich brauchen wir jetzt 4x40 x 5,4 x 5,4, also das ist die Stärke von dem Holz. Länge 40 und in der Mitte bei 20 natürlich müssen wir aussparen auf einer Breite von 5,4, ne? Also Hälfte in jede Richtung von der Achse her, von der Mitte, und zwar 1,5 cm tief. Das sind schon mal die Füße, brauchen wir viermal. Und dann brauchen wir 4x70, das ist dann die Höhe. Einmal unten, das mittlere weg, außen 1,5 stehen lassen, 90 Grad drehen, dann von der Unterkante nach oben 40 cm, von da an wieder 5,4 cm, außen weg und oben innen weg. Auch wieder außen 1,5 cm stehen lassen oder weg, je nachdem. Untere Querstrebe auf der Höhe wäre dann 2x50 cm Breite. Da machen wir innen weg, auch jeweils 4,5 cm und 5,4 cm und 1,5 cm stehen lassen. Bei dem 60er machen wir außen weg, deswegen hier oben innen weg. Hier machen wir außen weg, weil das ist breiter als der Bock oben selber. Deswegen innen aussparen ist blöder als außen aussparen in einem Holz, sonst müsste ich da ein viereckiges Loch reinmachen. Ne? Zeit gespart. Und das machen wir jetzt alles, das gibt eine Menge Arbeit. Ne? Sind 4, 8, 12 Teile mit Verplattung. Zwei Kanthölzer, die haben glaube ich 16 Euro gekostet, beide zusammen. Habe ich schon angezeichnet, die säge ich jetzt und übertrage es dann nachher auf die anderen zwei Hölzer. Dann haben wir identische Teile. Ne? Thank you.
Jetzt machen wir uns hier einen Anschlag hin, setzen die aneinander und dann kann ich das, was ich hier drauf habe, auf die anderen zwei übertragen, wenn es richtig sitzt. Dann nehme ich meinen kleinen Anschlag, den kann ich euch verlinken, der ist echt cool, wenn ihr den, ups, wenn ihr den durchgehend benutzt, habt ihr auch immer alles gleich. Das kommt jetzt weg und den Rest zeichne ich jetzt auch noch an schnell. Um die Verplattung einzustellen, müssen wir hier hinten erstmal den Hebel rumlegen, damit ich einen tiefen Anschlag habe. Und da muss ich jetzt halt auf 1,5 cm runterarbeiten oder hocharbeiten. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an, 12 Holzteile, die Verplattungen rauszusägen. Wird jetzt eine Weile dauern. Die Vorrichtung kennt ihr bestimmt, wenn ich das Video noch finde, linke ich es euch hier oben. Ist dazu da, um senkrecht Hölzer einzuspannen und um solche Aussparungen rauszusägen. Das habe ich jetzt eingestellt, so dass es passt. Habe die Höhe auch eingestellt, also richtig wunderschön. Und jetzt ist es so, ich habe einige, wo ich das aussparen muss, hier beidseitig. Und wir fahren jetzt alle Hölzer, die wir haben, einmal so durch. Losmachen, umdrehen und nochmal durchfahren. Dann haben wir die vorgegebene Breite. Machen wir jetzt mit allen Hölzern und dann können wir anfangen zu verschieben, um hier die Verplattung rauszukriegen. Ne? Oder man sägt rechts und links und haut dann mit dem Stechbeitel raus, aber ich glaube, sägen geht dann doch schneller und einfacher und sauberer. Und jetzt machen wir das gleiche wieder. Wir lösen jetzt den Anschlag, fahren ein Stück rein, machen fest und jetzt schieben wir nochmal alle durch beidseitig. Und das machen wir so lange, bis wir kein Material mehr da haben. Kommen wir jetzt nochmal zu den Maßen, damit es alle wissen. Also diese Verplattung brauchen wir 4x, 40 cm lang, Achse, Stärke von eurem Holz, 1,5 rein und 2 bleiben stehen. Davon brauchen wir 4 Stück, das sind die Füße. Dann brauchen wir für die Mitte 2x, also pro Bock einen. Der ist 50 lang, hat hier in der Mitte die 2 cm ausgespart oder die 2,5 sind es, glaube ich, 2,4. Brauchen wir 2 Stück und auch 5,4 tief, wie mein Holz an Stärke hat. Zweimal brauchen wir das hier. Heißt natürlich in Verbindung mit dem, weil wenn ihr seht, wenn ich die jetzt übereinander lege, passt diese Verplattung überein, das ist ganz wichtig, weil das ist das untere Holz und das hier kommt oben rein in den Bock. Wie genau, seht ihr gleich. Das hat eine Länge von 60, das hat eine Länge von 50. Dann brauchen wir noch viermal das hier. Das ist eigentlich das Komplizierteste. Wir brauchen einmal hier Aussparung,
hier außen weg und unten um 90 Grad gedreht, diese Aussparung für die Füße unten. Ne? Und so wird das Ganze auch in etwas stabiler oben auch zusammengehalten, damit es oben nicht auseinanderreißt, weil wir ja hier die Verplattung mittig, also im Material haben und hier noch sozusagen kann das Holz nirgendwo außen hin. So, und jetzt stecken wir mal das Ding zusammen und gucken, wie genau wir mal gearbeitet haben. Besser gesagt, ich. Wir brauchen als erstes mal diese zwei Füße, die stellen wir so hin. Ne? Dann brauche ich einmal das hier. Das kommt hier rein. Das ist ja schon fast saugend. Das hier kommt hier rein. Oh, das ist ziemlich passgenau. So, das 50er noch. So, das ist jetzt zusammen. Und jetzt kommt ja der Halteeffekt von hier oben nach innen und nach außen unten. Heißt, durch das Holz wird das unten stabiler mit den Bewegungen. So, und wie man sieht, ich habe sogar ziemlich genau gearbeitet. Jetzt könnte man natürlich Leim reinmachen, Schrauben durchjagen und fertig ist das Ding. Dann hat man zwei stabile Böcke, aber wie ihr ja am Anfang vom Video gesehen habt, habe ich drei Multiplexplatten zusammengeleimt. Was aus denen wird und wie wir das verbinden auf Spannung ohne Schrauben, das seht ihr im nächsten Video leider. Da ich ja gerade Urlaub habe und die Zeit für diesen Bau habe ich mir jetzt freischaufeln können. Besser gesagt, jetzt hatte ich Zeit, dann habe ich es gemacht. Deswegen ist das Video jetzt ein bisschen kürzer. Und ja, deswegen Kanal abonnieren, die Glocke anmachen. Für die Kommentare, die kommen, sage ich jetzt schon mal Danke und für die neuen Abonnenten. Jo, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ihr seht, ihr braucht, wenn ihr eine Tischkreissäge habt und eine Kappsäge, eigentlich kein anderes Werkzeug dafür. Außer ihr wollt es noch streichen. Das kommt auch noch. Welche Farbe, sage ich nicht. Aber ja, so einfach geht's. Ein easy Projekt. Ihr habt die Maße. Ihr müsst es natürlich nicht so machen wie ich. Ihr könnt das hier 90 cm hoch machen, unten 50 breit und die Breite 80 vielleicht. Ich habe das jetzt so, weil das ja ein Tisch für der Balkon wird und gleichzeitig noch eine zwei Böcke sein soll und eine mobile kleine Werkbank, wenn ich ja, also ich kann das hinstellen. Große Platte drauf, kann mein Holz sägen und sonst was, weil ich ziehe ja um und da werde ich das schon mal für Türe schleifen. Eine muss ich schleifen, dafür werde ich es schon brauchen. Und Küchenfronten werden auch umlackiert. Wollt ihr das sehen oder was meint ihr? Küchenfronten umlackieren? Vielleicht baue ich auch komplett neue, das weiß ich noch nicht, aber wenn es euch interessiert, unten kommentieren. So, genug gelabert. Ich würde sagen, hier kommt dann Teil 2, wenn er draußen ist, oder hier oben oder in der Videobeschreibung. Werkzeuge verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut gern vorbei. Und ja, dann darf ich Danke sagen. Euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns im nächsten Video in den News. Weil nächste Woche habe ich komplett meinen Sohn. Wir gehen auch in Urlaub. Die News drehe ich jetzt. Heute ist Sonntag. Und ja. Es geht um den Motor fürs Bessi-Quad. Richtig scheiße. Gut. Euch schönen Sonntag nochmal und ciao.